Moin, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Heute sitze ich hier an meinem Schreibtisch und mache die Abrechnung für die ersten 30.000 Kilometer mit meinem Kia EV6. Ich werde euch genau die Kosten, die ich mit diesem Fahrzeug in den 30.000 Kilometern und 10 Monaten waren es rund, hatte, zeigen, und wir sprechen natürlich auch über Sommerverbräuche im Vergleich zum Ganzjahresverbrauch. Und wir werden uns natürlich anschauen, ob sich meine Einschätzung zu den 13 Vor- und Nachteilen geändert hat, die ich nach dem Winter-Testzeitraum hatte, jetzt mit den Erfahrungen aus dem Sommer. Und ich sage euch, da hat sich einiges geändert. Aber zuerst zu den Kosten. Bei den Kosten ist es so, es ist immer abhängig davon, wer wie was wo vorrechnet. Man kann natürlich die sogenannten Total Cost of Ownership nehmen, das heißt die Gesamtkosten der gesamten Fahrzeugnutzung. Das ist insbesondere für Firmen relevant, oder für Privatpersonen geht es natürlich einfach nur um die Kosten, um die Ausgaben, die man entsprechend hat. Ich habe hier so ein bisschen Mischmasch gemacht, weil ich zum einen natürlich einige Firmen habe, die als Zuschauer zusehen, aber zum anderen auch Privatpersonen. Und ich werde euch dann natürlich explizit nochmal sagen, wo ich was wie bei den Kosten geändert habe und wo sich dann vielleicht für die Firma andere Kosten ergeben als für den Privatnutzer. Aber schauen wir uns erstmal Tronity an. Tronity kennst du aus meinem letzten Video. Wenn dich das Tool interessiert, kannst du dort nochmal genau dir anschauen, wie es funktioniert. Hier habe ich im Dashboard die Gesamtübersicht aller meiner Fahrten. Du siehst, ich bin hier in Europa unterwegs gewesen, zwar von Nord nach Süd sozusagen. Und aktuell hat das Auto 30.623 Kilometer runter. Die Fahrten, ich hatte es bei dem Tronity-Video schon gesagt, habe ich nicht gepflegt, denn leider ist Kia bei der Weitergabe der Daten sehr restriktiv, sodass Tronity hier nicht alle Fahrdaten korrekt erfassen kann. Aber bei den Ladungen habe ich also wirklich genau alles dokumentiert, um euch eben halt auch zu zeigen, wie bunt so eine Kostenverteilung bei den Ladungen aussieht, wenn man zu 100% öffentlich lädt. Denn das ist das Besondere bei meinem Fahrprofil. Ich lade nur unterwegs, denn zu Hause oder bei der Arbeit habe ich keine Lademöglichkeit. Das ist möglich, aber bedeutet natürlich, das sehen wir nachher auch noch, bei den jeweiligen Rahmenbedingungen Veränderung. Allerdings eine Sache, damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ist komplett anders gekommen, nämlich, dass die Kosten deutlich günstiger, deutlich niedriger waren, als hätte ich zu Hause geladen. Aber auf geht's zu den Kosten. Ich habe die Kosten zum einen unterteilt in Fix und Variabel. Als Fixkosten habe ich tatsächlich hier in diesen 10 Monaten, also ich betrachte sozusagen den Zeitraum vom 22.10.2022, an dem ich das Auto abgeholt habe, bis zum 5.9.2023. In diesen 10 Monaten musste ich doch tatsächlich für das Auto GEZ zahlen. Als Privatnutzer hast du jetzt wahrscheinlich ein großes Fragezeichen. Als Firmenkunden weißt du, okay, ja, es ist so, denn in einem Firmenwagen muss ein Radio bezahlt werden, auch wenn man es nie nutzt. Also ich höre überhaupt kein Radio, aber das ist eine andere Sache. Dann habe ich als Fixkosten Versicherungen, zum Beispiel die Kfz-Rechtsschutzversicherung, den ADAC. Dann sind natürlich noch Kfz-Versicherungen zu zahlen. Dadurch, dass ich das Auto im Oktober zugelassen habe, habe ich einmal für 22.178,12 Euro gezahlt und für 23 insgesamt 814,70 Euro. Ich berechne die Kosten jetzt aber bis zum 5.9. Also ich habe jetzt Stichtag 31.08.23 genommen. Also für 8 Monate sozusagen 543,13 €. Das heißt, 932,45 Euro habe ich als variable Kosten. Bei Tronity kannst du immer halt diese ganzen Kosten auch eingeben. Das siehst du, wie gesagt, in dem anderen Video, wenn dich das im Detail interessiert. Hier habe ich zum Beispiel die Fixkosten dann immer halt für 22 eingetragen. Was ich dann für 23, wenn es erforderlich ist oder war, auch gemacht habe, und dementsprechend werden dann die Kosten ermittelt.
Ja, was habe ich als variable Kosten? Natürlich der größte Kostenblock ist der Fahrstrom, die Energie, die ich gebraucht habe, um die 30.000 Kilometer zurückzulegen. Das waren 1.473,40 €. Dann habe ich noch 100 € fürs Waschen ausgegeben und 242,76 € für die Wartung. Du siehst, ich habe hier also wirklich günstige Wartungskosten. Wenn du mein Video zum Thema Wartung gesehen hast, weißt du, dass die teilweise dreimal so hoch liegen können, wenn du entsprechend nicht die Preise vergleichst. Also Augen auf beim Wartungsbuchen. Denn hier kannst du richtig Geld sparen. Ganz kurz, was habe ich gemacht? Ich habe wirklich nur die erforderlichen Punkte für die Wartung von Kia machen lassen. Ich habe nicht den Luftfilter wechseln lassen, denn das Auto hatte nur 21 Tage den Luftfilter, wenn man die Betriebszeit zusammenrechnet, an. Und dementsprechend warte ich damit. Und das kann man auch wirklich ganz einfach selber machen. Dann kam ein großer Posten, der die Kosten hier reduziert, hinzu. Zum einen die TRG-Quote für 2022. Das waren bei mir 380,80 €. Hier habe ich die Bruttowerte genommen. Deswegen wundere dich nicht, als Firma kriegst du immer die Mehrwertsteuer noch oben drauf und musst die dann natürlich aber auch abführen. Das heißt, ich habe es zum Beispiel beim ADAC jetzt 23, habe ich 320 € netto bekommen. Das ist vielleicht eine Summe, die dir bekannter vorkommt, und für 2022 habe ich 476 € brutto an THG-Quote bekommen. Und das reduziert natürlich die variablen Kosten hier erheblich, sodass ich dann auf 959,36 € komme. Das heißt, wir haben hier Gesamtkosten von 1.891,81 € oder 6 Cent je Kilometer, wenn man das auf die 30.244 Kilometer, die ich hier betrachte, berechnet, oder 6,26 € pro Kilometer. Wenn du einen Firmenwagen fährst bzw. Unternehmer bist, wirst du dich natürlich fragen, ja, und was ist jetzt mit der Abschreibung und gegebenenfalls Finanzierungszinsen und so weiter und so fort. Ich hatte es vorhin gesagt, ich habe das hier für mich intern mit eingerechnet, die Abschreibung über 5 Jahre des Autos und auch die Zinsen, die ja als Kosten für die mögliche Finanzierung anfallen. Für dich als Privater musst du immer einfach schauen, wie du das rechnest. Wenn du das Auto teilweise oder ganz über Kredit bezahlst, finanziert hast, dann solltest du natürlich die Kosten hier auch mit aufnehmen. Denn das sind ja zum Beispiel Kosten, in Anführungsstrichen, für die monatliche Rate, die du hier leisten musst. Und dementsprechend ist das eine Summe, die natürlich relevant für dich ist. Ich habe das jetzt außen vor gelassen, weil so viele unterschiedliche Menschen oder Unternehmen hier dieses Video gucken und insofern für keinen die Situation richtig ist. Also das heißt, bei mir sind von der Finanzierung des Fahrzeugs keine Kosten drin, sondern nur der, ich sag mal, normale Unterhalt. Gucken wir uns mal den wahrscheinlich interessantesten Posten an, nämlich die Kosten für den Fahrstrom. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich lade ausschließlich außer Haus. Das heißt, bis vor der ganzen Energiekrise und den steigenden Stromkosten war es in der Regel am günstigsten, wenn man zu Hause geladen hat, und unterwegs hat man dann meist nicht die 30 Cent wie zu Hause gezahlt, sondern so 40, 50, 60 Cent, je nachdem, wie die Situation war. Nachdem sich die Rahmenbedingungen geändert haben, war es so, dass man für den Hausstrom teilweise 40, 50, 60 Cent zahlen musste und unterwegs 1 € in der Spitze. Insofern war es für mich natürlich im ersten Moment erstmal ein großes Fragezeichen. Und ich hatte natürlich auch eine gewisse Sorge, dass ich hier richtig teuer Fahrstrom einkaufen muss. Denn zum einen war, als ich das Auto gekauft habe, nicht geplant, dass ich nur öffentlich lade. Und zum anderen war die Situation mit den Energiepreisen auch überhaupt nicht absehbar. Insofern habe ich dann mit großer Überraschung festgestellt, wie günstig ich lade. Ich sage es euch direkt, ich lade für bisher in diesem Zeitraum 18 Cent pro Kilowattstunde öffentlich. Und
Dadurch, dass ich eben öffentlich lade, bin ich natürlich daran interessiert, möglichst schnell zu laden, beziehungsweise eigentlich das Auto zu laden, wenn es rumsteht. Das Problem ist eben halt nur einfach bei den heutigen Elektroautos mit 11 kW AC-Ladeleistung, einer Batterie, die 70 und mehr Kilowattstunden hat, und Blockiergebühren, die teilweise ab der ersten Minute, das ist noch ein anderes Video, aber dazu komme ich später nochmal in einem anderen Video, oder eben halt in der Regel so ab 3,5 bis 4 Stunden Blockiergebühren berechnen, lohnt es sich für mich einfach nicht, AC zu laden. Denn wenn ich länger als 4 Stunden an der Säule stehe, werden die Kosten deutlich höher. Und zum anderen ist es so, bei mir gibt es keine AC-Ladesäulen in fußläufiger Entfernung, sodass ich ausschließlich oder sagen wir mal zu 91%, um genau zu sein, DC lade. Das heißt, diese 18 Cent, die ich hier im Durchschnitt gezahlt habe, ist nicht ein einziger Tarif, sondern das sind mehrere, sozusagen eine Kombination aus unterschiedlichen. Im günstigsten Tarif, der ist von VKW Flotte, habe ich also tatsächlich im Durchschnitt nur 10 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. In den teureren Tarifen sind das dann so 50 Cent, wie zum Beispiel bei Elva, die ich dann für HPC-Laden gezahlt habe. Ich sage es auch direkt gleich, wenn du jetzt anfängst, nach VKW-Flotte zu suchen. Der Tarif ist leider nicht mehr verfügbar. Ich kann den jetzt noch bis zum Ende der Vertragslaufzeit nutzen. Das ist nächsten Monat. Denn in Österreich ist es so, dass die Preismodelle umgestellt worden sind, nämlich von der minutenabhängigen Bezahlung hin zu kilowattstundenbasierter Bezahlung. Und das hat für mich immer halt diesen riesen Vorteil gehabt. Dadurch, dass mein Auto so schnell lädt, habe ich hier so günstige Konditionen bekommen können. Wenn du dir also anschaust, wo ich überall geladen habe, in 2022 habe ich zum Beispiel viel mit Mark E Drivecard gemacht. Da war es sehr günstig, an Ionity zu laden, weil auch hier ein Minutenpreis war. Dann wurde der abgeschafft. Dann habe ich im November angefangen, mit VKW Flotte zu laden. Die nutzen hier in Deutschland das NBW-Netz als Roaming. Und das ist natürlich für mich mega interessant, weil NBW massiv ausgebaut hat, sodass ich hier viele Möglichkeiten hatte. Aber ich habe natürlich auch mal Kia Charge Advance genommen, wenn zum Beispiel dann später, nachdem Mark E weg war, ich bei Ionity laden wollte. Oder ich habe auch mal AC geladen mit Kia Charge, weil das nur 44 Cent kostet. Was ich dir damit sagen will, du musst einfach gucken, wenn du besonders günstig laden möchtest, welcher Tarif wo am sinnvollsten ist. Und dann kann man wirklich mit doch interessanten Schnäppchen laden. Und hier, wie gesagt, mit 18 Cent pro Kilowattstunde rauskommen. Und das Ganze eben bei doch mittlerweile über 8 Megawattstunden, die ich geladen habe. Gucken wir uns mal an, was ich genau geladen habe. Also ich habe 8120 Kilowattstunden ab Ladesäule geladen. Ich messe nämlich den Wert, den mir die Ladesäule abgibt. Und am Auto kommt erstmal deutlich weniger an, nämlich 7116 Kilowattstunden. Das heißt, 1004 Kilowattstunden oder 12,4% sind Ladeverluste. Warum? Ausrufungszeichen. Ladeverluste ist ja sozusagen das, was entsteht, wenn die Wärme oder beim Laden die Bauteile erwärmt werden und durch innere Verluste bei der Batterie Widerstände und Co. Wärme entsteht und dann Verluste auftreten. Das ist, wenn man DC-Laden sieht, mit 12,4% richtig viel. Aber was hier eben halt auch mit drin ist, ist die Energie fürs Thermalmanagement. Denn auch im Sommer ist es so, dass die Batterie häufig beim Laden vorgewärmt wird oder auch vor dem Laden vorgewärmt wird und auch wieder abgekühlt werden muss. Denn durch dieses ultraschnelle Laden, ich habe eine durchschnittliche Ladeleistung von 195 kW, wenn ich von 10% auf 80% lade, entsteht sehr viel Wärme, die erstmal abgeführt werden muss, beziehungsweise eine warme Batterie ist die Grundvoraussetzung für dieses schnelle Laden. Und dadurch haben wir hier also Energie investiert, die dann nicht in der Batterie angekommen ist, sondern eben halt für das Thermalmanagement genutzt worden ist.
Dann ist natürlich wichtig zu wissen, was bedeutet das jetzt für den Verbrauch? Und ich habe jetzt über diesen Zeitraum von 10 Monaten habe ich 26,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ab der Ladesäule verbraucht. Jetzt wirst du, wenn du ein EV6 fährst, denken, boah, krass, wie viel verbraucht denn Dirk? Was ist das für ein Heizer? Grundsätzlich muss man dazu sagen, wie gesagt, ich habe fast jeden Ladevorgang im Winter vorkonditioniert, da geht Energie drauf. Ich bin viel Autobahn gefahren mit höheren Geschwindigkeiten. Da vielleicht ein Tipp von mir. Ich war es gewohnt, dass die optimale Geschwindigkeit bei meinem E-Auto, also beim Tesla Model S, so zwischen 170 und 190 liegt. Jetzt ist es so, wenn ich längere Strecken fahre, auch teilweise so zum Beispiel 1000 Kilometer am Stück oder mehr, dann fahre ich eher so 130. Denn 130 ist der Sweet Spot beim Kia EV6. Bei 110 brauche ich zum Beispiel für 1000 Kilometern so 40 Minuten länger als bei 130. Fahre ich 150, bin ich nur 10 Minuten schneller. Das heißt also, diese 20 Kilometer schneller werden dann durch den deutlich höheren Energieverbrauch aufgefressen, sodass es einfach Sinn macht, so mit 130 zu fahren. Häufig fahre ich auch nur 110 und gleite dann sozusagen relativ energiesparsam durch die Gegend. Was bedeutet das, wenn wir jetzt mal nicht von der Ladestation den Verbrauch nehmen, sondern in einem normalen Umfeld? Ich muss dann nochmal ganz deutlich sagen, ich habe einige Tests gemacht zu den Verbräuchen. Wenn ich Verbrauchstests mache, dann fahre ich wirklich diese 110, 130, 150 km/h. Es ist ein Rundkurs, die Strecke ist flach. Es ist alles so vorbereitet, dass die Klimatisierung keine extra Energie verbraucht, weil zum Beispiel der Innenraum aufgeheizt oder erstmal runtergekühlt werden muss. Es soll so vergleichbar wie möglich sein. Und wenn wir diese Verbräuche nehmen, dann verbrauche ich zum Beispiel bei 110 km/h 18 Kilowattstunden, bei 130 sind es 24 Kilowattstunden. Und bei 150 km/h sind es dann schon 33 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Aber jetzt wirst du vielleicht auch sagen, so nach dem, boah, 110, wenn ich 130 fahre auf der Autobahn, dann verbrauche ich nie 24 Kilowattstunden. Sicher. Ich sag dir auch warum. Denn ich habe zum Beispiel mal eine Fahrt gemacht von Hilden nach Kiel. Das sind 460 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Und bin 110 gefahren, wo es möglich ist. Und da geht es nämlich schon los. Denn ich bin nicht konstant 110 gefahren, sondern immer mal wieder kam eine Baustelle, dann war es mal wieder dichterer Verkehr und so weiter und so fort. Und da habe ich dann zum Beispiel auch nur 15 Kilowattstunden verbraucht und nicht die 18 Kilowattstunden aus meinem Test. Und da siehst du also in der Praxis, wenn du zum Beispiel mit der Familie fährst oder mit dem Auto einfach allein unterwegs bist auf längeren Strecken, dann wirst du in der Regel weniger verbrauchen als die Werte, die ich dir gerade genannt habe. Zum Beispiel diese 24 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei 130 km/h Richtgeschwindigkeit. Was kann ich dir zum Stadtverbrauch sagen? Im Sommer ist das echt der absolute Wahnsinn. Also da ist es wirklich möglich, so zwischen 12 und 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer zu verbrauchen. Also das heißt, wir reden hier von Reichweiten um die 500 bis 600 Kilometer oder sogar mehr, je nachdem, wie du fährst. Woran liegt das? Die Motoren oder der EV6 ist sehr effizient gestaltet, solange du eben halt nicht zusätzliche Heizenergie brauchst und oder eben halt schnell unterwegs bist, denn je schneller du unterwegs bist, desto höher ist der Luftwiderstand und dementsprechend der Verbrauch. Und gerade im Winter ist die Luft dicker, das heißt, da verbrauchst du viel mehr als im Sommer. Also insofern kannst du in der Stadt im Sommer wirklich sehr sparsam mit dem Auto fahren. Kommen wir zu der Einschätzung der 13 Vor- und Nachteile. Ich werde sie nicht nochmal detailliert durchgehen, aber du findest auf meinem Kanal natürlich das Video und ich werde es auch in der Beschreibungsbox verlinken, sodass du dir die 13 Vor- und Nachteile, die ich beim Kia EV6 gefunden habe, nochmal genau anschauen kannst. Ich kann dir sagen, ein Großteil hat sich bestätigt, einige haben sich aber auch geändert. Der Kia EV6 ist nach wie vor ein super Auto, ich fahre es mega gerne. Er hat ein sehr gutes Fahrwerk, ist für seine Größe wendig. Für mich hat er eine super Sitzposition. Er hat auch viel Platz für seine Außengröße, was jetzt zum Beispiel die Sitzposition vorne, aber auch auf der Rücksitzbank angeht. Ich kann zum Beispiel hinter mir, wenn der Sitz auf mich eingestellt ist, der ist dann ganz hinten unten trotzdem noch sitzen. Das kann ich in wenigen Fahrzeugen.
Nichtsdestotrotz, um mal so eine Relation zu schaffen, er ist kein Raumwunder wie das Model Y. Ne, da fehlt einfach die Tiefe des Kellers und der Seitentaschen und auch der Frontkofferraum ist nicht so groß. Nichtsdestotrotz kriegt man erstaunlich viel in den EV6, vor allen Dingen, wenn man ihn mit anderen vergleicht wie den ID4 und Co. Dann nach wie vor, was mich immer wieder beeindruckt, ist die Ladeleistung. Gerade im Sommer habe ich jetzt hier optimale Ladekurven gesehen. Das ist ein absoluter Tafelberg, ganz glatt direkt hoch auf 224 und dann bis 60% durchgeballert und dann geht es langsam runter. Das heißt, im Sommer ist es häufig möglich, die 18 Minuten von 10 auf 80% zu laden und es macht auch Sinn, deswegen mache ich das häufig auch auf 90% zu laden, weil die weiteren 10% nicht den Schnitt so nach unten ziehen und teilweise man dann immer halt wirklich im Durchschnitt von 10 auf 80% zum Beispiel mit 195 kW Ladeleistung lädt. Deswegen ist das Auto auch extrem geeignet für die Langstrecke. Also ich habe mehrere Touren gemacht, die sehr entspannt waren. Und ich habe in der Regel nur Pausen, so Ladepausen von 10, 15 Minuten, wenn es mal ein bisschen länger sein sollte, weil ich was gegessen habe oder was anderes vorhatte, auch mal 20, 25 Minuten gemacht. Aber nach knapp 30 Minuten ist man schon über 90%, wenn man mit 10% oder weniger angekommen ist. Und insofern ist man in der Regel deutlich schneller als vergleichbare Autos unterwegs. Ja, was hatte ich für bisherige Defekte? Insgesamt war das Auto jetzt dreimal in der Werkstatt, also außerplanmäßig sozusagen. Am Anfang hatte ich ja das Problem mit dem Onboard-Charger, dass ich gar nicht Typ 2 laden konnte. Dann wurde ein Software-Update gemacht. Das hat das Problem dann erstmal gelöst. Dann hatte ich das Problem, dass ich mit dem Vehicle-to-Load-Adapter, wenn ich den genutzt habe, danach nicht mehr AC laden konnte. Dann wurde der Ladeport ausgetauscht. Da gab es wohl Probleme mit der Verriegelung. Also der Onboard-Charger ist, und das gibt es jetzt auch einen größeren Rückruf zu dem Thema, wohl ein problematischer Fall für alle Autos, die, ich glaube, bis Sommer dieses Jahr gebaut worden sind, also Kia EV6 und Ioniq 5. Und da scheint meiner so semi betroffen zu sein. Also ich kann zumindest jetzt problemlos AC laden und jetzt funktioniert auch alles. Der zweite Defekt, der war relativ klein, aber mega nervig. Und zwar hat die Gurtpeitsche vom Beifahrer Gurt geklappert, also da ist ja so ein roter Press-Button drin und der hat geklappert ohne Ende. Also da musste ich dann doch insgesamt 6 Wochen mit eingeschnallten Beifahrergurt fahren, weil das Klappern mich sonst komplett verrückt gemacht hat. Das sind aber jetzt so Kleinigkeiten. Insofern insgesamt ist mein Gesamteindruck, was die Qualität angeht, nach wie vor gut. Was hat sich verschlechtert von den Punkten, die ich erstmal im letzten Video als positiv angemerkt habe? Das ist so mein Erlebnis mit Kia, Kia Deutschland und der Werkstatt, der Service an sich. Nee, ihr hattet ja nach dem Video, in dem ich gesagt hatte, dass nach HPC-Laden es zu einer drastischen Reduzierung der Motorleistung kommt, gesagt, so nachdem man, Dirk, dein Auto ist kaputt, geh in die Werkstatt, lass das untersuchen. Und dann war ich zu diesem Werkstatttermin mit dem Onboard-Charger. Dort wurde dann geguckt, es wurde nichts gefunden. Dann wurde in der Kia Deutschland-Zentrale nachgefragt. Da hieß es, ja, es ist ein bekanntes Problem. Und ich habe dann daraufhin darum gebeten, dass ich dann auch das mal schriftlich bekomme. Denn hier geht es ja um ein sicherheitsrelevantes Thema. Denn es wird ja nicht angezeigt, dass die Motorleistung drastisch reduziert ist. Und es ist da zu einigen gefährlichen Fahrsituationen bei mir gekommen. Denn nach wie vor ist nicht 100% nachvollziehbar, selbst für mich, der ich die Batterie auslese, also zusätzliche Informationen bekomme, ob die Motorleistung reduziert ist oder nicht. Daraufhin hat Kia Deutschland gesagt, nö, dazu können wir gar nichts sagen, das muss die Werkstatt machen. Die Werkstatt hat gesagt, wir können dazu nichts sagen. Dann hat Kia Deutschland, habe ich wieder gefragt, die haben gesagt, nee, können sie nichts. Jetzt sind seit, keine Ahnung, 4 Monaten die beiden da dran. Und das Problem ist eben halt, dadurch, dass meine Werkstatt nur nach 6 bis 8 Wochen Vorlaufzeit Termine hat, dauert das Ganze extrem lange. Was ich mittlerweile weiß, ist, Hardware ist das Problem. Das Thermalmanagement ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass
in jeder Ladesituation die Temperatur in der Batterie dementsprechend angepasst oder in dem optimalen Bereich gehalten wird. Und das führt, auch wenn man jetzt diese Standardladung macht, ne, zum Beispiel von 10% auf 80%, ohne Vorkonditionieren, ohne lange zum Lader zu fahren, dann die Motorleistung reduziert sein kann. Das heißt, wenn dir das noch nicht passiert ist, dann liegt das einfach daran, dass du in dieser Situation noch nicht warst. Je länger oder je öfter du immer auf 90% lädst zum Beispiel, desto unwahrscheinlicher ist, dass du das Problem hast. Wenn du nur auf 60%, 70% oder 80% lädst und die Batterie entsprechend warm war vorher, dann hast du dieses Problem. Aber was ich damit sagen will, ich werde da hin und her geschickt. Es gibt immer noch keine Lösung und keine Aussage. Und was jetzt mittlerweile nach dem dritten Termin auch klar ist bei meiner Werkstatt, also das Auto wird nicht immer aufgeladen. Darüber hatte ich mich ja sehr gefreut. Und dann gibt es nach wie vor keinen Ersatzwagen kostenlos, sondern den müsste ich kostenpflichtig bestellen. Das finde ich gerade so mit der Mobilitätsgarantie, also in den ersten 2 Jahren, dann doch einen schlechten Service. Und was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann bei meiner Werkstatt, ist, dass sie einige Fehler nicht prüfen können, weil sie keine RFID-Karte, keine Ladekarte haben. Na, das heißt, ich hatte einige Probleme zum Thema DC-Laden, das können sie nicht testen, oder nach dem Einbau des Onboard-Charger konnten sie den nicht testen an der Typ-2-Ladestation, ob der nun funktioniert oder nicht, ob DC-Laden möglich ist, weil sie keine Ladekarte haben. Und das ist für mich kein Grund zu sagen, so nach dem Motto, ja, tut uns leid, wir können die Diagnose nicht vornehmen, weil wir kein Diagnosegerät haben. Und so eine Ladekarte kostet vielleicht 10 Euro, wenn überhaupt, bei Kia Charge, und man kann für wenige Euro oder Cent dann einfach eine Testladung machen. Also insofern, da ist der Service so ein bisschen verbesserungswürdig, aber ja, ich sag mal, meckern auf hohem Niveau. Ja, kommen wir zu der alles entscheidenden Frage, die du dir vielleicht auch immer mal wieder stellst. Würdest du das Auto, was du hast, wieder kaufen? Also würde ich den Kia EV6 wieder kaufen, wenn ich heute vor der Wahl stehen würde? Ja, ich würde ihn wieder kaufen, wenn es keine bessere Alternative gibt. Und aktuell ist es so, dass es einfach keine bessere Alternative für mein Fahr- und Nutzungsprofil gibt. Denn das ist auch immer entscheidend. Man muss schauen, wie ist das Fahr- und Nutzungsprofil. Denn mit der typischen Ladepause von 10 bis 25 Minuten und Preisen um die 50.000 Euro ist der EV6 für mich aktuell nach wie vor konkurrenzlos. Na, zum Beispiel das Model Y ist teurer und lädt langsamer. Vor allem für mich als Laternenparker, weil die Ladekurve ganz anders ist. Das heißt, je voller man die Batterie machen möchte, desto länger sitzt man da und wartet. Und ich lade eben im Durchschnitt immer so auf die 90%, damit ich eben halt seltener zum Lader muss. Und das Model Y kann auch durch die höhere Effizienz diesen Nachteil beim Laden bei der längeren Ladedauer auf höhere Akkufüllstände nicht wettmachen. Ja, die VAG-Fahrzeuge wie ID4, 5, e-tron, Q4, Enyaq, die laden deutlich langsamer, sie verbrauchen ähnlich viel und dementsprechend sind sie auch für mich keine wirkliche Alternative oder Konkurrenz, wobei ich zum Beispiel im ID4 doch noch einen Ticken besser sitze als im Kia EV6, aber wie gesagt, dafür sind die anderen Vorteile einfach viel größer. Ja, eine Option, da muss ich aber nochmal ausgiebig testen, wäre vielleicht der Fisker Ocean, der zwar eine schlechtere Ladeleistung hat, aber eine größere oder ähnlich große Reichweite, ansonsten auch einige interessante Optionen hat, aber da weiß ich nicht hundertprozentig, ob ich da lange drin sitzen kann. Ich habe da mal kurz drin gesessen, aber die Bedienleiste vom Mittelbildschirm könnte bei längeren Fahrten Probleme machen, weil sie dann so an mein Knie drückt. Also insofern, das wäre noch eine Option für mich, um in dieser Preisregion dann um die 50.000 Euro zu bleiben. Ja, das war das Video zu den Kosten, zu meinen Erfahrungen über mittlerweile 10 Monate und 30.000 Kilometer. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare, Korrekturen hast, schreib sie gerne unter das Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.